So, mal gucken, was sich hier hinter versteckt. Kann man schön reinkloppen, der Vorarbeiter hier. Okay. Und ein Secret? Ich habe keine Ahnung. Hier geht's. Okay. Das sieht mir nach einem Secret aus. Hier haben wir was. Grabmarkierung. Grabinschrift auf einem Kreuz. Der ist jämmerlich verreckt. Geh mal ins Innere des Fuchsbaus. Hier war seit Jahren keiner mehr. Ja, so sieht das auch aus. Hier haben wir noch was zum Lesen. Okay. 33% Remark der Geschichtenerzähler. Das müssen wir mit Pfeil und Bogen aufschießen. Na komm. Okay. Sieht nach einer Falle aus. Hier haben wir wieder diese komischen Pilze, diese Ausdauerpilze. Da haben wir auch schon die erste Falle. Da hat irgendein Arschloch ein Seil gespannt, in der Hoffnung, dass wir da reinschleichen. Können wir das durchschneiden? Ja. Okay. So, hoffentlich ist hier nicht noch eine Falle. Oh, das sieht mir auch nicht gemütlich aus. Ich denke mal, die Scheiße fällt jetzt zu. Sobald wir uns den Schatz hier unter den Nagel gerissen haben. Verlängerter Schädel. Okay, hier passiert aber nichts. Mal hier schauen. Sind wir auf der anderen Seite? Können wir hier was dran machen? Was ist das denn für eine Scheiße? Irgendein Hebel? Mit Blut verschmiert? Oder ist das schon Rost? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, da geht's aus. Okay, jetzt ist das offen. Da geht's ja raus. Ist das hier eine Falle? Sieht auch irgendwie komisch aus. Da war noch was. Wieder diese ekelhaften Pilze. Und ein Hebel. Ja, das dachte ich auch. Sieht auf jeden Fall nicht einfach aus. Ach du Scheiße. Okay, müssen wir da hochklettern? Hier liegt auf jeden Fall nichts. Da können wir hoch. Ja, in der vollgewichsten Wand. Hier können wir nochmal hoch. Oder auch nicht. Müssen wir da langhangeln? Oder hochspringen und nochmal springen? Okay, alles klar. Neuen Ort entdeckt. Ich habe keine Ahnung welchen. Den hier vielleicht. Können wir nach links? Nach links? Nach rechts, glaube ich. Wieder an die vollgewichste Wand. Und ab nach oben. Okay. Was haben wir hier? Wieder was zum Umtreten. Okay, da kommen wir nicht lang. Scheiße! Fuck, fuck, fuck! Ah, boah, ist das räudig. Ist das eine räudige Scheiße? Das hat man gar nicht auf dem Boden gesehen. Ich war da auch ehrlich gesagt ein bisschen unvorsichtig. Und ich dachte, das wäre einfach. Ja, das habe ich mir gerade eben auch gedacht. Das wäre noch relativ easy, nur dann haben die da so eine Assi-Falle aufgestellt. Okay, neuer Ort entdeckt. Laberschwätz hatten wir schon. Immer an der vollgewichsten Wand entlang. Was ist das denn? Nein! Geschmiert, scheiß Kamera. Okay, nochmal. Aufs Neue. Komm schon, jetzt aber. Sauber. Jetzt ganz locker. Easy. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo diese beschissene Falle war. Ich habe die gar nicht gesehen. Jetzt mal ernsthaft, wer soll das denn hier sehen? Scheiße! Warum denn? Ah, hier sieht's auch nicht ganz so geheuer aus. Hier ist die Falle wenigstens markiert. Die können wir locker durchschneiden. Okay. Hier jetzt aufpassen. Das sieht mir aber auch nicht so geheuer aus. Hier gerade das Stück. Okay. Jetzt sind wir jetzt auf der anderen Seite. Erreichen können.
den Sarkophag. Scheiße, ich muss weiterklettern. Wir müssen natürlich weiter nach oben. Und alles, was wir machen, ist natürlich scheiße. Noch ein bisschen Hartholz unterwegs gesammelt. Hoppala. Hier können wir nichts machen. Dann ab hier rüber. Haken ausgepackt. So, und jetzt? Hier rüber? Kann das sein? Jo. Okay, nice. Und ab nach oben. Ach du Scheiße. Was? 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 Warum hält sie denn nicht da an dem Gitter fest? Ich weiß nicht, warum sie das nicht macht. Sie hätte sich doch da an dem Gitter festhalten können. Warum hält die sich da nicht an dem Gitter fest? Ah, scheiße, ich habe die weiße Wichse nicht gesehen. Da müssen wir wieder doppelt springen. Scheiße. Okay. Oder? Ich glaube schon. Ja, fuck, fuck. Habe ich nicht gesehen. Sorry. Scheiße, oder? Dann hier lang, oder? Okay, wir müssen rüber. Alles klar. Jetzt sind wir drüben und wieder nach drüben. Das gleiche wie unten. Nur in die andere Richtung. Okay, wir sind oben. Geschafft. Da können wir auch noch durch. Da können wir auch noch lang, theoretisch. Ist die Frage, wenn ich das jetzt öffne, ob hier alles zusammenbröckelt. Ich möchte dann vorher lieber nochmal hier reinschauen. Vielleicht haben wir hier irgend noch ein Secret versteckt. Und nachher erhalten wir das nicht, wenn hier gleich alles einstürzt. Wir kennen es ja. Sobald Lara irgendwas in die Hände nimmt, stürzt alles ein. Okay. Hier haben wir wieder die ranzigen Pilze. Hier weht irgendwas. Eine Flagge, noch eine Rüstung. Ein bisschen Gold. Sieht aus wie so eine Kriegsstätte. Lösegeld für einen König. Der heidnische Herrscher flehte darum, dass sein Leben verschont werde. Er bot der spanischen Krone einen 3x6 Ellen großen Raum voller Gold und das Doppelte an Silber an. In ihrer unendlichen Güte nahm die Krone das Angebot an. Der Freikauf sollte binnen 2 Monaten erfolgen. Doch dem Götzendiener war nicht zu trauen. Als die verfluchten Pläne für einen Überraschungsangriff seines Generals ans Licht kamen, fiel Atahualpa auf die Knie und flehte um Gnade. Wie es das Recht eines jeden Mannes im Spanischen Reich war, sollte in einem ordentlichen Prozess über sein Schicksal entschieden werden. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Vor seiner Hinrichtung jedoch bekannte er sich zum Herrn und wird deshalb im Himmel willkommen sein. Auszug aus Ein objektiver Bericht über Pizarro in Peru von Ocho Archivis. Okay, also ich hätte auch gerne einen 3x6 Ellen großen Raum voller Gold und das Doppelte an Silber, also da würde ich auch mein Leben für opfern. Und Pizarro spielt er nicht bei Werder Bremen und kommt tatsächlich auch aus Peru? Ich weiß es gar nicht. Okay, gut, dass wir nochmal reingegangen sind, weil da wird gleich sicherlich wieder alles einstürzen. Ich kenn's ja. Also ist so typisch für Lara Croft, wenn hier alles einstürzt, sobald man da irgendwas in die Hand genommen hat. Hallo? Überreste, Abendsterns Umhang, neue Ausrüstung erhalten, cool. Geil. Das hört sich gut an. Cool. Also so sah der Aufzug damals aus. Richtig geil. So kommen wir hier auch wieder raus. Ganz easy. Hier waren wir ja. Hier das Ding haben wir vergessen. Da nochmal kurz gegenhauen, damit wir alles einsacken können. Ja, war doch ganz easy. Gut, dass wir hier reingegangen sind. Haben einen neuen Umhang erhalten. Erhalten, sorry. Schön in der Truhe. Und ich bin gespannt, wie wir die Dinger denn nachher mal anziehen können. Oder müssen wir die tatsächlich noch herstellen? Ich weiß es gar nicht. So, und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal zu unserem Kollegen. Wo war der denn noch gleich? Hallo? Warum sind noch so ein paar Kackviecher? Ist der da hinten? War das da oben beim Flugzeug? Ich glaube schon, oder? Das war oben beim Flugzeug. Sicher bin ich mir da nicht mehr. Was haben wir hier denn noch? Jacks Tagebuch 5. 1. August. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung.
So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit. Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten. Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt, die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten. Okay, interessant. Hier haben wir noch eine Kiste. Ich möchte mal gerade ins Lager rüberschleichen. Oder hatten wir hier oben nicht auch ein Lager? Bei der Absturzstelle? Weil dann könnten wir uns mal den Umhang anschauen. Den würde ich gerne mal anziehen. Ist hier nicht ein Lager? So. Konnten wir hier nicht ein Lager aufschlagen? Nee, doch, hier konnten wir ein Lager aufschlagen. Will ich mir gerade mal anschauen. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile. Jaguar. Okay. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Okay. Kommando. Standard. Wo ist denn dieser komische Umhang? Sibirischer Waldhüter. Auch nicht schlecht. Lederjacke, graues Lendl-Shirt. Ah, hier Tomb Raider Classic, geil. Tomb Raider 2, nice, das ist doch mal geil. Oder hier in der Bomberjacke von damals, das ist ja wohl mal richtig geil. Also da kommen die alten Zeiten wieder hoch, das finde ich ja mal richtig geil. Ich würde mal sagen, wir spielen hier, ich hätte schon Bock in Retro Tomb Raider zu spielen, ehrlich gesagt. Ja, das ist aus Tomb Raider 2. Richtig geil. Nice. Das ist cool. Aber ich frag mich, wo jetzt dieser Umhang hin ist. Den wir da eben... Ist er das? Nee, das ist er nicht, oder? Doch, da war er. Vorteile, Torso. Das ist der Umhang, genau. Abendsterns Umhang. Wir brauchen noch... Ich habe keine Ahnung, was das da unten sein soll. Fell? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Okay, das lassen wir mal an. Sieht gut aus. Ein Seil, okay. Also das finde ich schon geil, dass wir hier die Retro Tomb Raider auswählen können. Hier von früher, da kommen ganz alte Erinnerungen hoch. Hier Tomb Raider 2, ganz geil. Sauber. Das ist schon cool. Geil. Kommt ein geiles Feeling hoch. So, das sieht gut aus, das nehmen wir. Wir wollten uns aber mal kurz die Waffe upgraden. Hier können wir nichts machen, hier können wir aber was machen. Okay, was können wir hier machen? Das macht dann einmal mehr Schaden, verstärkte Arme, die können wir machen. Okay. Dann können wir Griffumwicklung, Zielgeschwindigkeit... Und eine umwinkelte Sehne, die Haltezeit. Ich würde mal sagen, wir nehmen das hier für mehr Schaden. Okay, das haben wir upgegradet. Können wir denn die normale Flinte hier auch upgraden? Geht das? Ah, wir haben nur den Bogen momentan. Wir haben ja nur den Bogen. Ein Upgrade können wir noch machen. Ich finde, das lohnt sich nicht, die Haltezeit. Okay, sonst haben wir nichts, ne? Nee. Sonst haben wir nichts. Wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt, den will ich auch mal kurz einlösen. Oder sollen wir den sparen? Sprünge, Landung und Stürze sind leiser. Führen sie lautlos Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Ist auch ganz cool. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnelle Reaktionszeit bei Fallen und im Kampf mit Feinden. Das ist auch cool. Ich würde mal sagen, nehmen wir das. Eile des Affen. Gelernt. Fähigkeit Affe. Sehr geil. So, hier war nichts mehr zum Looten, ne? Ich glaube, hier haben wir... Ah doch, hier ist noch was.
Und da nicht ganz genau nachgeguckt. Was war das denn? Was macht sie denn jetzt? Okay, da sind wir eben runtergegangen. Da ging es ja zu dem, in Anführungsstrichen, Schatz. Haben wir hier noch was? Hier haben wir nichts. Da haben wir noch Hartholz. Nehmen wir auch mit, zwei Stück. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Und wir kommen... Ach du Scheiße. Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Siehst du das? Das muss Kubakyaku sein. Wir müssen da runter. Das Dorf. Können wir eigentlich nicht den direkten Weg wählen? Obwohl es zu flach schaffen wir nicht. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh Gott. Fast geschafft. Ja, du bist zu fett. Fast geschafft. Du bist das einfach zu fett. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay. Bist du okay? Ich bin okay. Oh, ich hab natürlich das, also ganz aus Versehen und rein zu... Wo will er denn hin? Hupala. Ich habe ganz aus Versehen und rein zufällig ein zerrissenes Top ausgewählt. Und eine zerrissene Hose hier hinten am Arsch. Fast am Arsch. Und hier zwischen den Beinen. War nicht mit Absicht. Der hat das wohl alles gebaut. So, hier den Scheiß können wir noch mitnehmen. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Den können wir auch mitnehmen. Hier haben wir noch was zum Lesen. Das läuft doch hier alles. Das läuft wie ein Länderspiel, Freunde. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Was haben wir hier? Hier können wir auch noch lesen, oder? Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Okay. Da oben eine Schlange? Hier ist doch eine Schlange. Hier sind doch die Viecher. Könnte hilfreich sein. Monolith Schatz gefunden. Durchsuchen Sie die Welt nach Monolithen und enthüllen Sie Ihre Geheimnisse. Dieses Monolith Schatz. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Pilze. Okay, hier können wir nochmal was ausgraben. Materialien können wir gut gebrauchen. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Okay. Können wir hier oben Wasser reinfüllen? Hier haben wir Wasser. Können wir das bewegen? Das können wir bewegen. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommer? Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, okay, das Wasser betreibt die Brücke. Läuft das ja jetzt raus? Das läuft ja jetzt raus, oder? Kann das sein? Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. So, und jetzt drehen wir. Es ist zu schwer. Hilf doch mal mit, du Penner. Hallo. So, jetzt müsst ihr das natürlich in den Behälter reinlaufen. Gut. Okay. Mal sehen, was die Gegengewichte machen. Ich hab noch nach vorne gedrückt. Scheiße. Ach, der Eimer leckt. Was? Okay. Also nochmal das Gleiche. So, die Scheiße wird gefüllt. Und dann
Ist das auf Zeit? Ah, okay, ich hab's gesehen. Müssen wir das Ding dann hier anschießen? Kann das sein? Sag mal. Ah, oder das hier? Hä? Schnell! Ich kann es kaum noch halten! Was soll ich denn? Soll ich das aufschießen? Ich verstehe es nicht. Was soll. Du Scheiße, das bist du alles schuld da oben. Scheiße, wir haben keine Pfeile mehr. Okay, ja, jetzt haben wir ein Problem, wenn wir keine Pfeile mehr haben. Ich weiß nicht, ob wir das hier irgendwie durchschneiden müssen. Oder ob wir unten. Ich verstehe es nicht. So, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Vielleicht sind da noch Pfeile drin. Nein, da sind natürlich keine Pfeile drin. Eine beschissene, hässliche Lama-Figur. Der Kanopa dient als Gefäß für Opfergaben wie Kakao und Talg. Der gefüllte Kanopa wird zu Beginn der Erntezeit als Geschenk an Pachamama, die Muttergöttin, auf das Feld eines Bauern geworfen. Wird das Geschenk angenommen, erwarten den Bauern angeblich eine reichhaltige Ernte und ein erfolgreiches Zuchtjahr. Wow, super. Hilft uns auch überhaupt nicht weiter. Also, wir füllen das Ding mit Wasser. Das Scheißding geht runter. Das Kackteil kommt hier hoch. Können wir das irgendwie durchschneiden? Können wir das irgendwie durchschneiden? So, nochmal dasselbe. Jetzt geht das Ding da runter. Die Brücke marschiert langsam nach oben. Und jetzt versucht er, irgendwas festzuhalten. Oh, müssen wir runter. Ich probiere mal hier dran zu springen. Hier können wir aber nichts machen, ne? Das können wir nicht kaputt machen. Oder müssen wir jetzt hier drauf springen? Ah, ich glaube, wir müssen unten hin, oder? Kann das sein? Ich glaube, wir müssen runter. Dass wir dann unten dran gehen und uns da irgendwie unten dran festhalten. Also das könnte ich mir jetzt nur vorstellen, weil was anderes könnte ich mir jetzt nicht erklären. Ich glaube, das sollte funktionieren. Ich versuch's nochmal. So, jetzt renne ich mal kurz runter. Können wir hier irgendwas machen? Jetzt kommt die Scheiße hier runter. Hier können wir nichts. Ah, jetzt könnten wir die theoretisch mit dem Pfeil verbinden. Das heißt, wir würden den Pfeil hier reinschießen. Ah, oh, fuck. Ich brauche einen fucking Pfeil. Ich brauche einen beschissenen Pfeil. Was ist das denn? Was? Und das hat welchen Sinn? Wow. Super. Also ich brauche auf jeden Fall einen scheiß Pfeil. Damit wir die Dinger verbinden können.